Meine Damen und Herren, es passiert! Skibidi Toilet, Episode 67, Part 2 kommt. Und es gibt einen Bosskampf mit dem Scientist. Boss. Oh mein Gott, es wird so heftig. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Lasst ein Like, damit ihr auch Bock drauf habt. Wir gehen rein, viel Spaß und let's go! Oh, holy moly! Bro, was geht hier ab? Es sieht mal nach einem ziemlich dicken Fight aus. Es gibt ihn, den Kampf, es gibt ihn! Oh mein Gott! Diggi, was ist das für eine kranke Gun? Oh, Bro, werden sie ihn besiegen? Ich hab gecallt, der ist der krasseste Boss. Ich glaube, der macht die beiden. Was? Wer kommt da? Glitch Toilet, 3 gegen 1, endlich! Oh mein Gott. Nein, Plungerman! Bro! Oh mein Gott, was hat er getan? Das darf nicht sein! Gottlose Episode, gottlos. Ich sage, wie es ist, ich bin nicht zufrieden. Diggi, was ist das denn hier? Hey, ganz ehrlich, das sollte doch gerade ein richtig kranker Fight werden, Junge. Der Typ sieht aus wie mein Uropa. Ich sag dir, wie es ist. Och, nö. Leute, wir gehen in die Folge rein. Ich bin aber not amused. Ich sag jetzt schon, das ist ein ganz schwieriges Ding für mich. Das kann ich nicht nochmal verkraften. Wir gucken uns das an. Wir analysieren jetzt mal. Okay. Der verdammte Scientist-Boss. Ich habe gesagt, es ist der krasseste Boss meines Erachtens nach, den Skibidi Toilet halt so ein bisschen hier, naja, aufwarten kann. Meine Lache schon absolut crazy. Das kennen wir noch aus dem letzten Part, glaube ich, wo er sagt, du bist dead. Und es geht hier direkt los. Fight beginnt, entspannter Laser rein, okay. Es gibt aber direkt einen zurück. Und Bruder, guckt es an, er sticht mit irgendwas rein. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück, ihr seht ein Messer, er sticht hier rein. Das juckt den nicht. Das hat gerade mal sein Laser da irgendwie auf der Seite so ein bisschen beschädigt. Ich will aber sein Auge nochmal genau im Blick behalten. Okay, es ist rot. Hängt ein bisschen an zu leuchten. Auf einmal kommt hier hinten so eine Toxic Cannon oder so raus. Putz, Junge. Und direkt ist seine Säge kaputt. Aber warte mal, ganz kurz. Was genau ist da kaputt gegangen? Sein Arm. Okay, ja, sein Arm. Die Laser ganz am Arm. Er gibt ihn Energie... Strahl auf seine Waffe. Er hat aber noch eine und gibt ihm auch einen Energiestrahl zurück. Der wird aber direkt abgesägt. Und hier, der Titan Cameraman gibt alles, ne? Die Glitch Toilet macht die nächste Gun hier kaputt. Und hier sieht man, Diggi, auch eine ganz uncoole Sache. Die, guck mal, die greifen den zu dritt an. Zu dritt, zwei Titans plus die Glitch Toilet. Das ist schon so, wo man denkt so, Bruder, das überlebt kein Mensch. Guck dir das an! Sehen wir da jemanden? Ich will einmal ganz kurz in der Ferne gucken. Irgendwas hier. Wir scannen einmal kurz die Umgebung ab. Nix. Ich habe da aber ein krasses Secret noch für euch. Bro, er hat ihn direkt in die Füße geschossen. Was zur Hölle ist das eigentlich, Bruder? Pack mal deine Zunge wieder ein. Digi. Und jetzt gibt's den TV, ne? Und stopp. Was ist das hier eigentlich für ein Charakter? Sind wir sicher, dass das ein Cameraman ist? Sind wir sicher? Ich denke schon, ja, aber ich finde die Hand und sowas alles ziemlich komisch. Ist nirgendwo irgendwie ein Dude oder sowas? Wir sehen nichts, ne? Junge, er sägt ihm einfach sein... Oh mein Gott. Jetzt checke ich erst, was hier gerade passiert. Der Camera Titan bringt sich gerade selber um, weil er dieses Licht nicht ab kann. Aber hat er sich wirklich umgebracht oder ist das nur die Kamera, die weg ist? Leute, was zur Hölle? Wir gehen nochmal zurück. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal rückwärts an, ob wir irgendwas erkennen können. Hier hinten, nee, da ist nichts. Es muss doch irgendwo The Frick Boom stehen.
Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Yo. Ey, so ein widerlicher Typ. Was hat er denn da gemacht? Ich verstehe das nicht so ganz. Er macht da irgendwas mit seinem Energiekern. Kann es sein, dass er ihm vielleicht die Linse abgenommen hat, wogegen derjenige immun ist, gegen diesen Bildschirm? Könnte sein. Alter, der, ich schwör's dir. Ich hätte echt gedacht, dass der den packt, ne? Töne vielleicht, die wir erkennen können, wenn wir es rückwärts anschauen. Warte mal, ganz kurz nochmal schauen. Irgendein Charakter hier, irgendwas Grünes, was wir sehen? Nee. Mann, wo ist der Frick Boom? Da oben ist nur eine Military Base, ansonsten sehe ich soweit nichts. Oben auf dem Felsen ist auch keiner. Auch das Messer, was er da bekommen hat, ne? Sonst wirklich nichts. Mm-mm. Nichts Außergewöhnliches. Wir konnten nichts erkennen. Komisch, wie er jetzt gerade guckt, ne? Schau mal oben auf dem Felsen. Alter, sein Gesicht, die Transformation. Crazy. Okay, Leute, das war eine ziemlich abgefahrene, leider sehr, sehr kurze Folge. Ich würde mir ganz gerne nochmal Episode 67 Part 1 reinziehen, weil ich nicht genau weiß, wie das nochmal dazu geführt hat. Also, wir gehen mal kurz rüber. Oh, der Titan-TV-Man, kehrt er zurück? Was ist mit den Titans? Junge, was geht denn hier ab? Leute, wie immer, wir gehen straight erstmal raw rein. Yo! Da die Double Bazooka. Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Secret hier gesehen. Ist das die Skibidi Toilet Base? Die haben einfach die dicksten Raketenwerfer am Start. Schieß doch! Er lebt noch. Wie zäh diese Toiletten mittlerweile sind, ne? Uff. Was? Der hat ja irgendwie so einen Speer da drinne. Oh, jo, ist das ein neues? Gib mir die Toilette. Da war ja... Wer ist denn da drin? Ach du Heiliger! Leute, das ist eine alte... Ja! Oh mein Gott! Wie sieht der Titan Cameraman aus? Bro! Was hat der da gerade... Oh mein Gott! Weggelasert! Kommt schon, Jungs, kommt schon! Wo ist der Titan Speakerman? Ist auch da! Sie leben noch! Oh no! Ich ahne Böses! Es gibt den Kampf! Wow! Das wird eine sehr, sehr geile Analyse. Habe ich jetzt mega Bock drauf. Wir gehen direkt rein, Leute. Okay, Leute. Wir gucken uns jetzt erstmal die Location an. Also hier brennt alles. Der Krieg schreitet natürlich voran. Und viele liegen hier schon tot, sind dead. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier ein Secret entdeckt. Seht ihr das da oben? Da steht The Fuck Boom wahrscheinlich. Weil immer, wenn irgendwas Grünes oder so kommt, dann ist der nicht weit. Und das ist hier der Fall. Und vielleicht kann man hier sogar schon das Portal sehen, wodurch er immer durchgeht. Wartet mal, Leute. Ich zoome mal ein Stückchen näher ran. Okay, Freunde. Wie man sehen kann, man sieht, dass es ist schon ein kleiner Apparat irgendwo mehr oder weniger. Also schon irgendwo. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Das sieht mir ziemlich sass aus. Aber man kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich weiß tatsächlich nicht, was das bedeuten soll. Fakt ist, stopp. Seht ihr, wie schnell das Ding wieder erledigt ist? Was ist das? Wir kriegen einen Hinweis auf... Oh, ich kann sogar noch besser mittlerweile
noch effizienter ranzoomen. Ja, hier sieht man schon. Okay. Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was das sein könnte, weil ihr seid teilweise schon echt richtige Profis. Ich lese natürlich später wieder durch, wisst ihr auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant hier zu sehen. Zwei Leute, die weglaufen. Da ist die Kamera kaputt, ja. Junge, wer sind die eigentlich, ey? Sprengen die mal direkt weg. Okay. Oh. Junge, rein! Mit der Bazooka. Tschüssi. Was ist das für eine Base da hinten? Da ist das so eine geschlossene Tür. Ihr seht ja hier schon, da steht irgendwas geschrieben, das kann ich nicht so genau erkennen. Aber was ist in dieser Basis drin? Klar, oben sind Skibby die Toilets irgendwie angebracht. Aber wo sind die? Ist da der Boss drin? Der Skibby die Toilet Boss? Hier sieht man es halt, ne? Der Eingang oben. Oh. Ach so, die wurde direkt gesmashed. Junge, er ist auch wild. Also der Arm da erstmal. Puh, wir müssen den Gegner einmal analysieren. Guck dir das an, ne? Das juckt den gar nicht. Das ist die Mafia-Toilette aus einer relativ frühen Folge. Ich glaube, in den ersten 15 Folgen oder so war die dabei. Und sah auch noch nicht so krass aus. Es ist halt heftig, dass die Skibby-Toilettes irgendwie immer wieder zurückkehren. Weil ich bin mir sicher, die wurde geschreddet. Guck dir mal seine Waffe da an. Ein Atomfass, so wie so einen radioaktiven Sensor da in grün irgendwie drauf. Schon wild. Warte mal ganz kurz. Wer wird hier gerade bearbeitet? Noch eine Mafia-Toilette? Sehe ich das richtig? Also der Titan Speakerman ist da irgendwie auf jemanden drauf und macht ihn gerade kalt. Und hier, Leute, der Titan Cameraman hat einfach keinen Arm mehr. Ich... Ja... Okay, aber wir haben doch beim letzten Mal das Tablet gesehen. Eigentlich sollten die beiden doch dead sein. Hier sieht man es, ne? Er nimmt den Arm und steckt ihn einfach dran und er funktioniert wieder. Wie krass ist das? Aber das könnte bedeuten, dass die Skibby die Toilets und Cameraman und so weiter die gleiche Technologie benutzen. Er hat einfach den Arm genommen, rangepackt, zack, Digga, neuer Arm. Die benutzen die gleiche Technologie. Man sieht es ja auch beim Titan, bei diesem Scientist. Der benutzt ja auch die Technik von den Skibby Toilets. Aber Junge, was ist das eigentlich für ein lästiger Gegner? Oh, dieses Fass, ne? Er hat ihm so eine Schelle gegeben. Die beiden sind stinksauer. Und jetzt kommt es zum finalen Kampf. Mit Scientist Boss. Oh, Leute. Und er sagt, you are dead. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen, dickes Küsschen. Dano out.